herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ja, Ihnen am Donnerstagabend einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast heute Abend bringt den größten Skandal, Musikskandal der 80er, 90er ins Kino. Milli Vanilli, was für Stars die beiden. Und dann kam raus, dass sie nicht selber gesungen haben. Welche Hintergründe stecken hinter diesem Knalleffekt? Wie ist das alles rausgekommen? Wie sind alle Beteiligten damit umgegangen? Girl, you know it's true. Ich sing nicht und auch nicht du. Regisseur Simon Verhoeven ist heute bei uns. Freut mich, hier zu sein. Schöner Reim, den ich mir da ausgedacht Wunderbar. Habe. Ne? Nee, wirklich, du könntest bei Milli Vanilli mitmachen. So. Sag mal, das ist ja doch irgendwie faszinierend. Warum kennt jeder diese Story noch? Irgendwie ist das präsent. Ja, ich glaube, es ist eine. Also mich hat die Story fasziniert, seitdem ich 18 Jahre alt bin, weil sie einfach alles hat, was man sich so auch als Filmregisseur wünschen könnte. Ne? Sie hat eine Achterbahnfahrt, einen Aufstieg von zwei unbekannten Tänzern, die einen teuflischen Pakt eingehen mit Frank Farian, und um berühmt zu werden. Und sie werden aber, der Erfolg wird zu groß eigentlich. Also sie wurden ja dann nicht nur ein bisschen berühmt, sondern sie waren dann Megastars, hat dreimal Nummer eins in Amerika. Und diese, und mit so einer viel gut, super gute Laune Musik. Ne? Und der Look ist natürlich auch ikonisch. Ne? Die Haare, das haben sie sich ja auch entschieden, diesen Look haben sie erfunden, weil sie sich irgendwann gedacht haben, alle Superstars haben so eigene Haare. Marilyn Monroe, David Bowie, die Beatles sogar, Bob Marley, Tina Turner. Also stimmt wirklich. Und ich glaube, das Faszinierende ist eben auch, dass es zum einen diese gute Laune, diesen gute Laune-Aspekt hat und zum anderen aber auch einen Abgrund dahinter. Weil sie sind ja dann aufgeflogen und sie wurden auch alleingelassen von der Musikindustrie und wurden so als Sündenböcke missbraucht. Und diese Paarung zwischen dieser wunderbaren Komödie, dieser Achterbahnfahrt, wo du den beiden Jungs alles Gute wünscht, dass sie nicht auffliegen. Und dahinter aber die Machtkämpfe hinter den Kulissen. Also da habe ich mir schon immer gedacht, das wäre ein toller Film. Es ist Komödie, Tragödie, ja. Gemeinsam zusammen ein großes, großes Drama. Und eine Freundschaftsgeschichte von den beiden. Ja. Die beiden waren beste Freunde. Und das ist eigentlich das Berührendste, glaube ich, an dem Film auch, an der Geschichte. Dass man wünscht sich, dass diese Freundschaft in diesem Haifischbecken der Musikindustrie irgendwie überlebt. Und einer ist zerbrochen, der andere Richtig. Hat überlebt. Ne? Ja. Du bist, möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken, du bist trotzdem, dass du angeschlagen bist, du hattest so ein bisschen Mageninfekt und so weiter, ja. Bist du trotzdem hierher gekommen. Vielen Dank. Ja, freue mich sehr, wird ein spannendes Gespräch über eine spannende Story. Wir alle sind so in dieser Fake-Blase drin. Wie meinst du das? Naja, ich denke, in unserer Zeit ist es halt ganz eklatant, wie sehr wir von Illusionen umgeben sind. Ne? Jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, was da noch alles auf uns zukommt. Und wie wichtig ist uns eigentlich die Wahrheit? So, das finde ich, das sind interessante Fragen oder die Authentizität. Ich glaube schon, dass der Milli Vanilli-Skandal heute immer noch so groß wäre, wenn man jetzt rauskriegen würde, dass Helene Fischer nicht wirklich singt, nicht selbst singt. Oder Ed Sheeran oder Taylor Swift oder Beyoncé, wenn das rauskommen würde, dann gäbe es immer noch einen gewaltigen Skandal. Also die Leute wollen von ihren Idolen nicht betrogen werden. Und trotzdem akzeptieren wir viele Illusionen und wir machen, oder viele Images. Wir selbst sind ja auch auf Instagram, also ich bin jetzt nicht besonders talentiert dafür, aber jeder hat ja so ein bisschen ein Image mittlerweile auf Facebook, Instagram, die Leute, die da sind. Welche Fotos lädt man hoch? Wie stellt man sich da? Das meine ich damit, dass die ganze Welt heute und der universelle Wunsch, berühmt zu werden, ist bei jungen Menschen, glaube ich, so präsent wie fast noch nie. Also dafür würden viele vieles tun. Genau. Wie damals Milli Vanilli ja auch, Rob und Fab. Haben ja auch damals vieles dafür getan. Also sie haben sind vor allem einen teuflischen Pakt eingegangen mit Frank Farian. So würde ich das schon nennen. Ich würde es nicht einen Pakt mit dem Teufel nennen, aber ich würde es einen teuflischen Pakt nennen. Ja. Und gehen viele heute junge Menschen, die berühmt werden wollen, vielleicht auch einen teuflischen Pakt mit Social Media ein. Kann man ja auch richtig, sagen. Richtig. Und wie sehr verstellen sie sich? Also wie sehr ist das Image eines Künstlers oder einer Influencerin und so weiter wirklich authentisch die Person? Wie sehr wird eine Illusion aufgebaut, die dann wir glauben? Mhm. Das finde ich eine ganz interessante Frage. Und das ist in der heutigen Zeit, sind wir sehr viel von gewissen Illusionen umgeben. Aber sonst ist es, jetzt mal ganz unabstrakt gesprochen, ist es halt einfach eine geile Geschichte. Es sind einfach zwei Jungs, die Nobodies sind und die plötzlich mit Whitney Houston am Tisch sitzen, die plötzlich an der Spitze Hollywood sind und die diesen kleinen Betrug geheim halten müssen. Und ja, das macht diebisch Spaß einfach. Ne? Denen so, ist so ein Catch-me-if-you-can-Feeling. Man wünscht sich, dass sie nicht auffliegen. Das wünscht man sich eigentlich. Aber natürlich, also der Film wird dann auch ernster und bei allem Fun, bei allem Spaß, den man mit Milli Vanilli hat, das wollte ich auch, dass man Spaß hat mit Milli Vanilli,
Aber es wird dann eben auch ein bisschen mehr ein Drama. Und das war eigentlich mit das Schönste bei den Premieren zu sehen, dass die Leute so viel gelacht haben und dann aber ganz still wurden an den ernsten Momenten. Das war für mich sehr schön zu sehen. Bevor wir uns ausführlich über den Film unterhalten, Erinnerungen, Ende 80er. So erzählt der Film die Story mit den beiden Megastars Rob und Fab als Milli Vanilli. Milli Vanilli. Das waren Robert Pilatus aus München und Fabrice Morvan aus Paris. Der Film Girl, You Know It's True erzählt die Geschichte des Popduos, wie sie vor mehr als 30 Jahren erst vergöttert wurden und dann gehasst. Bei der Filmpremiere in Berlin war auch Fabrice Morvan dabei. Es ist meine Lebensgeschichte und es ist eine Geschichte über Trauer und Hoffnung und sie zeigt, was mit Rob und Fab geschah. Sie zeigt, wie es sich anfühlt, in unserer Haut zu stecken. München 1986. Rob und Fab treten als Breakdancer in der legendären Disco P1 auf. Dort werden sie von Frank Farian entdeckt, der schon Boney M. berühmt gemacht hat. Den ehrgeizigen Musikproduzenten spielt Matthias Schweighöfer. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Oh. Und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars. Frank Farian hatte Girl, You Know It's True schon mit anderen Sängern aufgenommen. Doch die waren ihm nicht cool genug. Aber ganz ehrlich, hättet ihr unsere T-Shirts gekauft? Unsere Namen gebrüllt. Es ist jemand, der Musik macht, der zu 100% sein Ziel erreichen will. Und ich glaube, diese Figur schaut wenig nach links und rechts. Es ist die Zeit von MTV. Musikvideos sind entscheidend für den Erfolg. Rob und Fab wollen auch selbst singen. Ihre Rolle aber ist die Performance, das perfekte Playback. Als wir Frank Farian trafen, dachten wir, er sei ein großer Produzent. War er ja auch. Wir glaubten ihm alles. Aber es war eine Falle, eine gut organisierte Falle. Und wir waren sehr jung und hatten keine Ahnung, total naiv. Also wo ist das Problem? Am Ende ist es Frank Farian selbst, der bei einer Pressekonferenz in Amerika den Fake auffliegen lässt. Rob und Fab begegnet der Furor der Fans. Die sind maßlos enttäuscht. Alle Unterstützung ist hin. Robert Pilatus trifft es besonders hart. Er ist drogenabhängig, schafft den Entzug nicht und stirbt mit 33 Jahren. Girl, You Know It's True erzählt diese tragische Geschichte zweier gefallener Popstars, die wir hier wieder als Künstler und Menschen erleben. Wirklich faszinierend, dieser Aufstieg und dann dieser dramatische Abstieg oder Fall sozusagen. Ein gefundenes Fressen für einen Regisseur, logischerweise. Aber du hast tatsächlich auch eine leicht private Verbindung zu den beiden, zu Rob und Fab. Du hast die schon in den 80ern in München erlebt. Was war das? Wie hast du die zum ersten Mal erlebt? Ich war damals so 17, 18 und bin halt auch mal weggegangen, bin auch in Clubs gegangen, ins P1, ins Legendäre. Ich bin nicht oft reingekommen, aber wenn ich mal reingekommen bin. Dafür warst du noch zu jung, mal ja, was sagen. Auf jeden Fall. Das war ja wirklich eine legendäre Diskothek. Aber wenn ich drin war, dann habe ich die beiden gesehen. Die waren halt Tänzer dort und dort waren so kleine Stars eben, lokale Stars. Und meine damalige Freundin Caprice kannte die. So, und dadurch hatte ich so ein bisschen Ahnung über sie, oder das waren so, man kannte sich halt ein bisschen. Und plötzlich sind diese beiden Jungs über Nacht zu Superstars geworden. Und das hat mich natürlich schon damals gepackt und fasziniert. Wie ist das denn gegangen? Ja. Ich wusste gar nicht, dass die singen. Haben sie ja auch nicht. Aber, ja. Also da war von Anfang an irgendwas nicht, hat nicht ganz gestimmt. Und das war natürlich spannend. Und derjenige, der sie zu Superstars gemacht hat, ist Frank Farian, der legendäre Produzent, auch von Boney M. und von vielen anderen Musikgeschichten. Wie schwer war es denn auch von Frank Farian für euch jetzt, für den Film, auch an die Musikrechte, an bestimmte Rechte, an Möglichkeiten zu kommen? Das war sehr schwierig. Also die Musikrechte von diesem Film oder von diesem Stoff sind so komplex. Es haben ja schon die Amerikaner versucht, diesen Film zu machen. Kathleen Kennedy, die Produzentin von Star Wars, hat seit Jahren versucht, diesen Film zu machen. Weil es einfach so eine wahnsinnige Geschichte ist, die alles hat. Mhm. Ja? Shakespeare in Radlerhosen, kann man sagen. Also es ist lustig, aber es ist eben auch emotional und ernst, es geht um was. Und Hollywood wusste das immer, aber sie haben nie geschafft, alle Rechte zusammenzukriegen. Da sind viele komplexe Rechte dabei, unter anderem von Frank Farian. Und ich glaube, Frank Farian ist ein sehr skeptischer Mensch.
Es fällt ihm sehr schwer. Misstrauischer Mensch. Misstrauischer Mensch, ja, ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Und er möchte auch nicht die Kontrolle verlieren. Das heißt, wenn er Rechte abgibt, dann ist es für ihn, glaube ich, eigentlich ein Grauen, dass er dann nicht die Kontrolle hat über diesen Film. Und vielleicht hat er deshalb auch immer gezögert. Und bei uns hat das dann, mein Produzent Quirin Berg, ist so zäh geblieben, dran geblieben, stur geblieben. Und irgendwann hat mir die Rechte, so vor 4, 5 Jahren, habe ich angefangen zu schreiben an dem Drehbuch. Und ich glaube, dass der Frank vielleicht auch jetzt, weil er ist ja jetzt schon ein bisschen älter, er ist über 80, vielleicht jetzt auch so ein bisschen mehr bereit war, diese Geschichte soll erzählt werden. Also auch wirklich die Geschichten, die man nicht wusste. Mhm. Damals war das ja sehr, die beiden waren die Sündenböcke, Bauernopfer, wurden viel mit Häme übergossen. Aber ihre Geschichte ist eigentlich sehr berührend. Und sie hatten damals wortwörtlich keine Stimme, ihre Geschichte zu erzählen. Und vielleicht hat er auch gedacht, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Geschichte noch mal wahrhaftiger zu erzählen. Frank Farian wird von Matthias Schweighöfer gespielt. Er trägt ihn in dem Film auch so eine entsprechende Perücke. Und hier sehen wir Matthias Schweighöfer noch mal ohne Perücke. Lieber Simon, ne, ich wollte dir sagen, erstens schön, dass du da bist auf dem Sofa. Das finde ich super. Und wollte dir heute noch mal sagen, danke, dass ich Part dieser tollen Geschichte sein darf, Milli Vanilli. Du hast ein tolles Drehbuch geschrieben, du hast eine super Regiearbeit gemacht. Ich bin richtig, richtig stolz, dass wir zum ersten Mal zusammengearbeitet haben und ich Teil dieses tollen Films sein darf. Du bist einfach echt klasse und ich finde auch, es ist dein bester Film und die Welt soll ihn sehen und du kannst ganz doll stolz sein auf das, was du da gemacht hast. Und unsere Freundschaft geht hier los, der Film rollt jetzt los und toi, toi, toi. Ich gebe dir eine ganz dicke Umarmung und du hast einen verdammt guten Job gemacht. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Süß. Total süß. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Matthias gesprochen. Was hat dich so sehr an ihm begeistert in der Rolle von Frank Farian? Also ich war am Anfang sogar skeptischer, weil ich ihn eben auch so ein bisschen abgespeichert hatte als deutschen, sehr Comedy-Darsteller, drollig und so. Da hat er halt ein paar Sachen gedreht. Aber der Matthias ist ein fantastischer Schauspieler und das hat man fast so ein bisschen vergessen. Und ich finde es toll, dass man das jetzt wieder entdecken kann. Ich meine, der arbeitet ja auch hat bei Oppenheimer mitgespielt, auch wenn es so eine ganz kleine Szene war. Du musst erst mal auf so ein Set kommen von Christopher Nolan, einem Hollywood-Superstar-Regisseur, und dann mal kurz 2 Zeilen abliefern. Also da musst du schon deine Nerven gut im Griff haben. Und bei uns war es so, dass er von Anfang an diese Rolle akribisch angelegt hat. Er war wahnsinnig gut vorbereitet. Er konnte dann in der Rolle auch improvisieren. Also er war dann Frank Farian plötzlich. Ich war dann richtig erschrocken, dachte mir so, wow, wo ist denn der Matthias? Der ist einfach verschwunden in dieser Rolle. Und er hat genau die richtige Balance gefunden, die man braucht für so einen Film zwischen Komödie. Also ich finde ihn höchst amüsant. Er ist wahnsinnig unterhaltsam. Aber er hat auch einen Abgrund. Er hat auch eine Dunkelheit. Und das ist diese Figur. Ja, also er ist auch ein Maniac. Frank Farian ist jemand, der aus bitterer Armut kommt und es der ganzen Welt zeigen wollte mit seiner Musik. Und er hat es auch getan. Aber da ist eben auch etwas, was, wie er gesagt hat, er schaut nicht rechts und links, wo er nicht nur Gutes damit bewirkt hat. Wie hat er denn reagiert eigentlich, Frank Farian, auf Matthias als alter Ego? Er findet ihn toll. Er findet ihn toll von Anfang an. Nee, weil er natürlich, Matthias ist wahnsinnig unterhaltsam in der Rolle. Also, ich habe ihn eigentlich noch nie so stark. Frank Farian, so gut, wie er sich selber noch nie gesehen hat. Ja, aber, ich glaube, der Frank hat schon auch festgestellt, dass der Matthias ihn eben auch mit Abgründen spielt. Und vielleicht hat ihm das auch gefallen. Also ich glaube, dass ihm die Performance von Matthias sehr gut gefallen hat. Der Film, den sieht er eher mit gemischten Gefühlen, Frank Farian. Ist auch ganz klar, weil der Film ist natürlich auch kritisch, was seine Rolle angeht in dieser Geschichte. Guck mal noch mal kurz rein, da kann man das auch schon ein bisschen erkennen. Girl, you know it's true, nächsten Donnerstag im Kino und hier ist ein kurzer Ausschnitt. Tänzer, die nicht mal singen können. Die Playback-Betrüger. Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Die denken sich, wer zur Hölle ist Milli Vanilli? Die haben unseren Song geklaut. Hey, langsam. Was habt ihr hier in der Gegend verloren? Ich bin der Produzent. Geht das in eure Schädel rein? Du kennst doch die Gerüchte. Die ganze Nummer ist fake. Vielleicht gehen wir an die Öffentlichkeit, geben alles zu. Wer mit der Branche nichts zu tun hat, wird das niemals verstehen. Wir lügen unsere Freunde an, unsere Familie. Die Musik war fantastisch. Die Videos, die Shows waren großartig. Die Fans waren glücklich. Ob die selbst gesungen haben oder nicht, ist egal. Ich liebe Milli Vanilli. Also wo ist das Problem?
Wir sind Brüder. Für immer. Wahnsinn, Wahnsinn, was da für eine Story drin steckt. Und die sind ja auch in Amerika so abgegangen. Also erstmal in Deutschland logischerweise und dann in Amerika, weil ein amerikanischer Produzent da mit an Bord geholt wurde. Das ist ja, die waren Nummer eins in Amerika. Dreimal hintereinander. Ja, das ist das größte Debütalbum seit Elvis. Wahnsinn. Waren sie drüben. Und es war wirklich, es gibt Geschichten, dass sie bei den Grammys, heißt Paul McCartney, an die wollte mit ihnen ein Foto haben. Also solche Geschichten gibt es wirklich, das muss man sich mal vorstellen, für zwei ganz normale Jungs, die es auch nicht einfach hatten im Leben, das darf man nicht vergessen. Rob Pilatus kommt aus München, aus einer Zeit, war ein Adoptivkind, hat nie diesen Halt gehabt in sich, wurde oft gehänselt in der Schule, ein Schwarzer, der in den 70er Jahren in München aufgewachsen ist. Andere Zeit. Da gab es auch nicht so viele andere Kinder, die schwarz waren. Also der kam aus schwierigen Verhältnissen. Und da hat mir seine Schwester Carmen Pilatus ganz viel dazu erzählt, was ich wichtig fand. Und dass der dann eben diesen Wahnsinnsaufstieg erlebt und die Liebe der Fans vielleicht auch braucht, um sein Herz zu füllen, weil da eben eine Lücke drin war. Das ist auch ein sehr emotionaler Teil der Geschichte. Ja, und vor allem, wenn du diese Liebe mal bekommen hast, wenn du plötzlich mal so nach oben gehoben wurdest, dann kannst du das ja gar nicht, denn wie geht das, dass du da wieder runterstürzt? Ja. Das kann man kaum, wenn man das nicht irgendwie gelernt hat oder geschult wird, kann man das gar nicht verkraften. Wer ist denn eigentlich, ihr habt ja nun auch viel Gespräche geführt, wer ist denn wirklich letztendlich schuld, dass das rausgekommen ist? Naja, Frank Farian hat die Bombe platzen lassen, weil es wurde ihm zu stressig. Er hat die Kontrolle verloren über dieses Pop-Monster. Das Monster wurde so erfolgreich weltweit und die beiden Jungs wollten endlich selbst singen. Das war ja auch Teil des Problems, dass die gesagt haben, wir wollen singen. Und er hat gesagt, ihr könnt aber nicht singen. Ja, er lässt sie nicht. Also seiner Meinung nach, aber er hat ihnen auch nicht wirklich eine Chance gegeben, muss man sagen. Also Fab, Marvin, einer der beiden, singt wirklich gut. Ja, und der hätte schon eine Chance bekommen, nur er hat einen großen französischen Akzent gehabt, es hätte länger gedauert. Aber sie waren gefangen, wie Fab das selber sagt. Sie waren gefangen in diesem teuflischen Pakt, der auch verlockend war. Sie sind den ganzen Verlockungen des Ruhms, Geld, Partys, Hollywood, Drogen. Volles Sau. Programm, die haben richtig die Sau rausgelassen. Die haben die Sau rausgelassen. Ne? Und das war auch ein Teil dann, Frank konnte damit auch nicht mehr umgehen. Also die beiden sind out of control gewesen. Die wollten selber singen. Und haben sich gleichzeitig mit Drogen weggeknallt. Sie haben nicht mehr funktioniert. Und für jemanden, der so ein Control-Freak ist wie Frank Farian, der musste dann den Schlussstrich ziehen. Nur wie er es gemacht hat und wie die Musikindustrie die beiden Jungs fallen hat lassen, auch die Journalistinnen und Journalisten übrigens, keine Fragen gestellt nach den Mächtigen im Hintergrund, die das ja alles wussten. Ja, ja, ja. Clive Davis, der Plattenchef von Whitney Houston, der immer gesagt hat, ich wusste das nicht. MTV, die Grammys. Das ist natürlich schon lächerlich zu sagen, dass sie das nicht wussten, weil die haben alles Mögliche aufgeführt, nur damit es technisch möglich war. Ja? Und einmal ist, glaube ich, die Playback-Maschine ist hängen geblieben. Hat ein bisschen gehakt irgendwie. Ne? Ja, hängen ist. Aber es ging trotzdem noch weiter. Also die Leute haben damals noch gar nicht bei dieser Playback-Maschine, die fanden es gar nicht so schlimm. Da haben die Leute erstmal gesagt, ach komm, mach kann doch weiter. Simon, du hast viele, viele Filme schon gemacht. Ich sag mal, Männerherzen, Willkommen bei den Hartmanns. Das ist aber alles Fiktion. Ja. Wie anders war es für dich als Regisseur, jetzt etwas mit realem Hintergrund zu drehen? Ja, ist natürlich was ganz anderes, weil du plötzlich mit echten Menschen zu tun hast, die du porträtierst. Du hast eine ganz andere Verantwortung. Ich habe die beiden Jungs, Rob und Fab, wollte ich so porträtieren, dass zumindest Fab sich darin wiederfindet, Rob lebt nicht mehr, aber dass seine Schwester Carmen Pilatus, die auch bei uns an Bord ist, die mir viel geholfen hat, sagt, ja, das ist mein Bruder oder das kommt meinem Bruder nahe. Und viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch Milli, die rechte Hand von Frank Farian. Nach der ja die Band benannt wurde. Der die Band benannt ist, haben mir wahnsinnig viel erzählt, Geschichten. Und du musst dann aber trotzdem natürlich destillieren, was ist wirklich die Wahrheit. Und ich habe ganz am Anfang so einen Koffer bekommen von einem ehemaligen Assistenten von Rob und Fab, wo ganz viele Faxe drin waren, die sich damals die Leute hin und her geschrieben haben. Ja. Das war wirklich ein Schatz. Und dadurch, dass ich das alles nachlesen konnte, wusste ich auch, wenn einer so ein bisschen schwindelt. Ja. Ja, und Schwindeln ist natürlich beim Milli-Vanilli-Film ist schon ein bisschen eine komische Note. Nein, aber du hast eine Verantwortung und du willst natürlich, deswegen war es für mich die allergrößte Ehre, muss ich sagen, und Freude, dass Fab Marvin, der
Star, der Milli Vanilli-Star, der überlebt hat, dieses Skandal überlebt hat und mittlerweile ein sehr glücklicher Mensch ist. Ja. Warum hat er das sich neu erfunden hat? Rob ist 98 gestorben an zu viel Alkohol, zu viel Drogen, wahrscheinlich auch psychischen Problemen, hat das einfach nicht verarbeiten können. Wie anders ist Fab damit umgegangen, dass er heute da ist? Fab musste sich trennen von Rob. Also er musste sich von seinem besten Freund loslösen, weil sie waren beide drogenabhängig und irgendwann weiß man, ich muss mich selbst retten. Du kannst, oder wir gehen beide unter. Und ich glaube, das war eine sehr schwere Entscheidung für ihn, dass er sich selbst auch abwenden musste, um selbst nicht in diesen Sumpf hinabgezogen zu werden. Wie viel Häme hat der erfahren? Wahnsinnig viel Häme. Also nachdem sie aufgeflogen sind, sie haben sich halt auch daneben benommen. Und deswegen wurde da viel Häme auch der Musikindustrie auf sie entladen. Aber es war für sie, glaube ich, schon eine traumatisierende Erfahrung. Also Fab hat jahrelang, wenn jemand gelacht hat, auf der Straße, im Restaurant, irgendwo in einem Zimmer, beim Bäcker, hat er immer gedacht, der lacht über mich, der oder die lachen über mich. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für ein... Also er hat sich selber wirklich als eine Lachnummer gefühlt. Und ich finde es ganz bewegend, dass er es eigentlich geschafft hat, jetzt ein Musiker zu werden und ein echter DJ Musiker. DJ meine ich auch, Musiker in Amsterdam lebt er, mit Familie auch. Ja, mit Familie, das hat auch geklappt für ihn, nochmal ein Happy End, im Privaten, vier tolle Kinder, tolle Frau, Tessa, die auch mir sehr geholfen hat, ihn an Bord zu kriegen. Ja, ja, ja. Tolle, tolle Frau, die hat gesagt, komm Fab, jetzt schau dir den Film mal an. Er hatte nämlich Schiss, den Film zu sehen. Ja, klar. Er wollte den Film nicht sehen. Er hat immer gedacht, das ist so ein Frank-Farian-Projekt. Und dann war er aber wirklich gerührt und ist mir in die Arme gefallen, nachdem er den Film gesehen hat. Ist eigentlich von der Kohle noch etwas übrig? Ich glaube, von der Kohle ist nicht viel übrig, leider. Und ich glaube, das nagt auch an Fab. Ich glaube, er hätte gerne noch mal... Er würde, glaube ich, ganz gerne noch mal schauen, ob da nicht noch ein bisschen mehr irgendwo noch auf ihn wartet. Weil da wurde sehr viel Geld verdient mit den beiden. Ja, klar. Sehr viel Geld. Hunderte von Millionen. Und sie haben es nicht bekommen. Also so kam, sie haben auch was bekommen, aber viel haben sie nicht bekommen. Das muss man sagen. Aber es ist auch schwierig, das ist alles. Wie gesagt, er war 23, als er den Vertrag unterschrieben hat mit Frank Farian. Er war Franzose, Fab Morvan. Der hat das gar nicht verstanden. Sprachlich schon ein Thema. Der konnte gar nicht, der hat gar nicht gewusst, was er da unterschreibt. Und das hat ihn, glaube ich, sein Leben lang verfolgt. Girl, You Know It's True, der Milli Vanilli-Film, die Story. Ab nächsten Donnerstag im Kino, pünktlich vor Weihnachten, kann man abends nochmal schön die Zeit überbrücken bis zur Bescherung. Und mir ist wichtig, dass es eben nicht nur ein Drama ist, sondern eben auch ein Feel-Good-Movie, wo man die beiden auch wieder ins Herz schließen kann, gute Laune hat. Du gehst da rein, am Ende tragisch, aber natürlich am Anfang denkst du so, ne? Blame it to the... So, okay, wir schweifen ab. Das Leben durch eine Kamera zu sehen, warten auf den richtigen Schuss, das hat sicherlich auch etwas mit dem Leben eines Regisseurs zu tun, ist aber ganz sicher auch das, was eine Street-Fotografin antreibt. Katrin Brinkmann. Morgen, darf ich ein Foto machen? Ganz klasse. Schönen Tag noch. Britta Kohlboas unterwegs im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Hier fand ich jetzt total spannend, dass es unten gelb ist und da oben gelb. Und dieses schöne Spiel des Pullovers von der jungen Frau. Und irgendwie hat das was bei mir getriggert. Irgendwas hat zu mir gesagt, mach ein Foto. Immer dabei eine handliche Kleinbildkamera. Für andere ist sie so kaum als Fotografin auszumachen. Ich weiß nie, wann die Szene sein wird, aber ich muss so ein gewisses Grundgefühl dafür haben. Da könnte jetzt was Interessantes sein. Und dann hat man manchmal Glück und hat wirklich eine tolle Szene aufgenommen. Hier triggert die Streetfotografin zunächst nur die Häuserwand, dann die Menschen, die durchs Motiv laufen. Das war jetzt zum Beispiel gut, er hatte eine Kapuze auf und hat sich weggedreht. Wilhelmsburg, eine Elbinsel im Süden Hamburgs, ein kulturell diverser Stadtteil. Seine Bewohner zeigt die Fotografin in ihrem urbanen Umfeld, meist nur schemenhaft zu erkennen. Typisch für das Genre Streetfotografie. Ihr Projekt nennt sie Heimat, mit AY geschrieben, angelehnt an das türkische Wort für Leben, Hayat. Ich fotografiere hier, weil auf dieser Insel sich so viel verändert. Weil hier Menschen angeschwemmt werden und die Insel wieder verlassen, weil hier Kulturen sich mischen. Britta Kohlboas ist eigentlich Ernährungswissenschaftlerin. Die Streetfotografie, ein Hobby, das sie seit 3 Jahren betreibt. Für dieses Foto, aufgenommen an einem Elbe-Seitenkanal, bekam sie einen Finalistenpreis. Eigentlich ein untypisches Motiv für sie. Es ist mir zu weit weg eigentlich. Und ich habe es in der Ferne gesehen und gehe dann immer näher ran. Ich nähere mich dem immer mehr und weiß immer nicht am Ende, wie nah ich kann, wann ich dann auch entdeckt werde.
Menschen, die vorbeihasten, Häuser, die dem Abriss zum Opfer fallen. Motive findet die Fotografin in ihrem Wilhelmsburg reichlich. Meist Schnappschüsse, in denen die Gesichter der Menschen kaum zu erkennen sind. Vielleicht nennt sie ihr neues Fotoprojekt deshalb Hidden, also versteckt. Mitten in der Hamburger City ist das erste Motiv schnell gefunden, eine riesige Pommes-Tüte. Die Farbe, die Form, die Deckung, in die ich gehen kann, die Lücken. Also für mich gerade ist das Interessanteste an den Fritten die Lücken. Ich fühle mich immer attracted zu Szenen, wo Menschen eigentlich sich nicht zeigen und ich die Menschen dann noch stärker zeigen kann, ohne dass sie sich jetzt verstellen. Und so greifen keine Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild. Der Weihnachtsmarkt ideal, um fast unsichtbar zu sein. Die Menge nimmt mich mit. Also wie in so einem Wellenbad. Ich bin dann mit dabei und gehe so hoch und runter und versuche einfach langsam nicht eckig mich zu bewegen, um nicht aufzufallen. Und nehme dann einfach das auf, was mir dann entgegenschwimmt. Nicht schwimmend, dafür fahrend. Dieser pinke Straßenkreuzer, wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist. Das war's! Das war's! Der Moment, wo sie rausgeguckt hat. Für mich war's das jetzt. Es ist drauf. Und happy? War ein guter Tag. Ein schöner Tag. Ja. Die Fotos aus der Serie Hidden zeigt Britta Kulboas ab Freitag in der Ausstellung Seven Spaces in Hamburg. Gemeinsam mit arbeiten 6 weiteren Street-Fotografinnen aus ganz Europa. Ich glaube, das lohnt sich, weil durch so eine Spontanität entstehen ja wirklich richtig tolle Bilder. Simon, wie oft passiert es dir, dass du das Leben durch den Blickwinkel einer Kamera betrachtest? Die ganze Zeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Tatsächlich wirklich die ganze Zeit. Also ich bin immer auf der Suche nach Filmen. Ich schaue die ganze Welt immer an wie ein Film eigentlich. Aber das ist durchaus empfehlenswert. Also man nimmt dadurch auch sehr intensiv wahr eigentlich. Und wenn man auch die eigenen Geschichten, die eigentlich vor einem passieren, auch ein bisschen mehr wahrnimmt. Ja. Ist nochmal so die Geschichte nochmal von außen betrachtet ein wenig. Nicht nur selber, sondern nochmal von außen. Wie wird das auf andere wirken? Ja. Da wurde ja eben auch das Thema Glück angesprochen. Wie glücklich macht es dich dann, wenn du so einen Film machst mit einer wirklich guten Einstellung? Es macht mich sehr glücklich, aber es ist natürlich auch, also man kann auch sagen, es ist ein Job, der dich auch, so glücklich er dich macht, so hart nimmt er dich auch ran, weil du natürlich ständig Adrenalin hast, du hast immer diesen Zeitdruck. Also glücklich zu sein ist dann am Abend, wenn man dann vielleicht nach Hause kommt und sich denkt, ach, das war ein guter Tag heute, aber während des Drehens ist mehr Adrenalin. Und wirklich glücklich machen mich meine Kinder, ja, meine Familie. Das muss ich sagen. Ist klar. Also, da ist der Beruf dann doch nicht Nummer eins. Wo du das Thema Familie ansprichst, Michael Verhoeven, dein Vater, großartiger Schauspieler und vor allem auch Regisseur. Mhm. Deine Mama, Senta Berger, großartige, wir alle kennen sie, tolle Schauspielerin. Warum bist du dann, du hattest ja beide Anlagen und hast ja auch Schauspielerei ausprobiert oder hast du gemacht, viele Filme gedreht. Mhm. Warum bist du bei der Regie geblieben? Ich wollte immer hinter die Kamera. Ich wollte eigentlich immer Filme machen. Das war immer so mein Traum. Auch als Kind schon habe ich Szenen meinen Eltern vorgespielt, habe viel gezeichnet, Geschichten gezeichnet. Also ich war eigentlich immer eher der Geschichtenerzähler, eher der sich selber die Geschichten ausdenken wollte. Aber ich habe halt auch mal eine Schauspielschule gemacht und bin da drauf gegangen, weil ich auch dachte, es ist vielleicht wichtig, auch mal wirklich zu kapieren, wie ist denn dieser Beruf? Wie fühlen sich Schauspielerinnen und Schauspieler am Set? Das würde mir auch helfen bei der Regie. Und deswegen habe ich das gemacht, aber ich bin jetzt nicht von mir so wahnsinnig überzeugt als Schauspieler. Also ich habe ein paar Dinge gemacht, die sind ganz gut, aber das meiste, Also ich fand dich zum Beispiel als Co-Piloten in der Landshut in Mogadischu. Mogadischu, ja, das ist sicherlich einer der... War gut. Das ist ein toller Film. Ja, super. Da war ich auch ganz gut. Aber ich habe auch Rosamunde Pilcher gemacht und solche Sachen. Da war ich... Die Rosenheim-Cops. Ich habe alle mit dir gesehen. Okay. Ja, ich bin froh, dass ich hinter der Kamera gelandet bin, wirklich. Ja. Ja, ja. Zusammen besser. Das ist das Motto in diesem Jahr bei Hand in Hand für Norddeutschland. Zusammen mit der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung. Solche Projekte wollen wir mit Ihrer Hilfe unterstützen. Sarah Markus. Immer mittwochs ist für die Teilnehmenden des Kunstkarussells ein besonderer Tag. Ankunft noch im geliehenen Bus. Das soll sich ändern. Bist du so aufgeregt? Ja. Hier in den Ateliers des Kunstwasserwerks in Schwerin können Menschen mit Behinderung verschiedene Kunstbereiche kennenlernen. Vielleicht habt ihr Lust, mal die Form aufzunehmen. Zum Beispiel im Malkurs. Birne, was Susanne, auch mal ein, probier mal.
Also probier nicht, auf gar keinen Fall, aber riech mal. Heute Stillleben mit Quitte. Die Arbeitsatmosphäre ist konzentriert. Für Susanne genau das Richtige, um runterzukommen. Dass ich den Alltag vergessen kann, dass ich zur Ruhe komme, dass ich alles andere um mich herum vergessen kann. Auch beim Fotokurs geht es um Farben. Alles, was grün, blau oder rot ist, kommt vor die Linse. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Marius ist zum ersten Mal dabei. Ein bisschen mehr drücken. Ja klar, das muss man halt noch ein bisschen einüben, wenn man es noch nicht so gut kann. Aber sonst ist es ganz gut. Ja, das ist auch nicht schlecht. Selbstwirksamkeit stärken. Das gelingt durch das Fotografieren. Genau, machen wir ein Foto. Ja. Sehr schön. Auch das eigene Erleben besser ausdrücken zu können, ist das Ziel. Denn Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen haben oft Schwierigkeiten, ihr Innenleben mitzuteilen. Ja, sehr schön. Farben erkennen und in der Natur sein. Und ja, draußen rumlaufen und Farben erkennen und Mond machen. Und, ja, ich bin ja sehr viel in der Natur. Auch der soziale Zusammenhalt wird gestärkt. Freundschaften entstehen. Im Kunstkarussell sind die meisten schon ein eingespieltes Team. Denn nur so funktioniert das große Finale, das jeden Mittwoch den gemeinsamen Tag beendet. Mit selbstgemachten Masken. Andrea Berg. Andrea Berg? Ja, Andrea Berg. Durch Musik und Tanz kommunizieren. Lebensfreude mit der Lebenshilfe Schwerin. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, jemanden so weit zu kriegen, dass er sich so etwas traut, wie unsere Künstler das hier eben gerade gemacht haben. Unser Lohn ist zum Beispiel, wenn der Andreas mich anlacht, ne, Andreas? Oder die Marlena mich anlacht und sich alle freuen, wenn sie zu diesen Veranstaltungen und dieses Projekt eben durchführen können, mit uns gemeinsam. Ne? Und das ist natürlich etwas, was uns alle glücklich macht. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Ne? Und darüber freuen wir uns natürlich alle. Ne? Ja. Nur ein Wunsch bleibt noch offen. Ein eigener Bus für den Fahrdienst. Man kann es nicht anders sagen. Großartig, dieses ehrenamtliche Engagement. Und genau dafür sammeln wir, dass so etwas möglich ist. Hand in Hand für Norddeutschland zusammen mit der Lebenshilfe. Alle Infos dazu, auch die Kontonummer, bekommt Sie natürlich bei uns im Netz unter ndr.de/handinhand. Und morgen ist ja dann sowieso auch der große Spendentag. Simon, ich muss noch mal eine Sache. Ich meine, diese Filmdynastie Verhoeven. Die erfährt ja jetzt eine Fortführung in die nächste Generation. Dein Sohn David war ja mit dabei bei Girl, You Know It's Me. Mein Sohn David hat den jungen Frank Farian gespielt, ja. So, großartig. Hat er da schon Blut geleckt? Also hat er da Bock drauf? Er hat Bock drauf und er ist wirklich talentiert. Also ich würde ihn jetzt sicherlich nicht da rein stecken in meinen Film, wenn ich das Gefühl hätte, er kann das nicht oder er will das nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch nicht überdreht, sondern dass er hat dann auch ein Angebot gehabt für eine größere Rolle und hat da selber gesagt, nee, ich will die Schule machen, ich will da nicht 3 Monate aus der Schule raus und so. Ja. Ich bin da sehr happy drüber, dass er das so sehr bodenständig und nüchtern sieht. Ja, er sieht das natürlich abgeklärt, weil sein Vater das macht, ne? Deswegen hat er dann eine andere Berührung möglicherweise dazu. Schon, ne? Ja. Ihr habt dieses Jahr geheiratet, ja. In Wien. Richtig. So. Warum? Die Geburtsstadt meiner Mutter und so. Meiner Oma, meines Opas, wo wir viel Zeit verbringen. Wir lieben Wien und es war schon als Kind für mich immer meine zweite Heimat. Und es ist eine sehr romantische Stadt. Deswegen haben wir gedacht, ja, wenn wir heiraten, dann gehen wir doch nach Wien. Ja, schön, sehr schön. Mhm. Dein neuer Film, ab Donnerstag im Kino,
Girl, You Know It's True. War sehr schön, dass du heute Abend bei uns warst. Vielen sehr Dank. Interessant. Tolle Einblicke hast du uns geliefert. Und auf bald. Du bist ja immer gern gesehener Gast hier auf dem roten Sofa. Morgen ist der große Spendentag hier im NDR. 20.15 Uhr, das Spezial mit Bettina, Inka und mir. Da geht es um die Projekte, um Betroffene und spannende Aktionen. Vorher schon um 18.45 Uhr, Achtung, Achtung, kommt dann Tim Melzer zu mir ins Studio, wie neulich schon. Und wir machen live eine Weihnachtsente. Also eine echte Anregung für Ihr Weihnachtsessen. Morgen Tim Melzer, 18.45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir sehen uns morgen zum Kochen, zum Essen, zum Braten, wie auch immer. Und alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.